Dann begrüße ich die YouTube-Zuschauer zur sogenannten zweiten Staffel von 7 Days to Die auf der Random Gen. Huiuiui. Warum geht das nicht weg? Mit viel, viel neuem Spaß und einem Hotel, das ich hier definitiv bauen werde auf der Random Gen Map. Zu 100%. So, wir können schon mal einen Schlafsack craften. Jetzt müssen wir erstmal wieder die Basics machen. Die hochheiligen Basics. Was ich gut finde, wir sind hier in der Nähe eines Grasbioms. Das finde ich prima. Das finde ich sexy. Das finde ich gut. Wir brauchen irgendwie... Bekommen wir da Holz raus wahrscheinlich? Doch. Komm. Verprügel den Baum mit deinen Fäusten. Fühlt euch gegrüßt, YouTube-Zuschauer. Hey, YouTube-Zuschauer. Ich könnte ihn einfach mal kurz platzieren. So, und wieder mitnehmen. Da ist eine Straße. Straßen sind gut. Golden Rod ist auch gut. Ist alles gut. Alles, was wir bekommen, ist gut. So, wir brauchen eine Steinaxt. Ich finde zum Reinkommen war Neverskane schon geil. Aber jetzt, wo ich wieder so im Spiel quasi drin bin, ist es eigentlich ganz geil, dass wir jetzt neu starten. Weil auf Dauer wird Neverskane einfach langweilig. Fühlt man sich gleich wieder verloren. Irgendwo, nirgendwo. Das ist wahr. Das ist wahr. Aber es geht. Es geht. Ich bin auf einer Straße. Ich nicht. Ich bin mitten auf dem Feld. Aber ich sehe eine Straße. Immerhin. So, immerhin. Wir craften uns das Pflanzenfasergedönse. Ah. Nehmen uns schon mal noch mehr Holz mit. Ich könnte der lieben Jasmine schon mal eine... Nee, kann ich nicht. Wie geht das nochmal mit der Freundschaftsanfrage? Ich habe keine Ahnung mehr. Ein herzliches Hallo an alle YouTube-Zuschauer da draußen. Willkommen auf Bombi's 7 Days to Die Video hier auf YouTube. Genau. Ist Multitwitch online? Ich weiß gar nicht. Stream just me überhaupt. Streamst du? Ja. Ach so. Gut zu wissen. Ja. War doch abgemacht, dachte ich. Ich wusste nicht, ob du streamst. Warte mal kurz. Doch. Doch, doch. Dann mache ich doch glatt mal den Multitwitch an. Ja, mach das mal. Das ist eine sehr gute Idee. So. Bitteschön. Ach, das Plus muss ich drücken. Das ist gut. Ich habe dir gerade eine Verbündetenanfrage geschickt. Ich habe es gerade gesehen. Das Spiel hat mich aufgeklärt. Sekunde. Also es hat dir erzählt von Blumen und Bienchen. Genau, ja. Das genau das hat es getan. Das freut mich. Ah, das ist doch lieb vom Spiel, oder? Ja. Ist doch richtig süß vom Spielchen. So, wir brauchen... Ja, so ist das. Wir brauchen Federn. Ich habe ein Städtchen gefunden. Herzlichen Glühstrumpf. Ein kleines Dorf.
Ja. Das ist doch schön. Ja, ich glaube, ich gehe dahin. Ich habe einen Zombie gefunden. Die hässlichen Glühstrumpf. Ja, ne? Finde ich auch. Oh, ich weiß, wo ihr beide seid. Du, Raker, ich sehe euch beide. Ich bin sonst wo in der Walachei. Hier ist irgendwie die Hülle. Ich höre einen Hund. Gleich mal weg. Gleich mal weg hier. Wenn ich schon einen Hund höre, dann bin ich weg. Dann laufe ich. Ja, Raker ist gleich mal wieder gegangen. Das ist doch schön. So, wieso finde ich hier nirgends... Wieso finde ich hier nirgends Federn? Alles finde ich, aber keine Federn. Wahrscheinlich bin ich schon an 10 Federn vorbeigelaufen. Der Hund beißt nicht, der will nur spielen, bestimmt. Cool, ich bin jetzt überall ein Mod. Das finde ich geil. Ich will auf jedem Twitch-Kanal der Welt ein Mod sein. So, ich finde keine Federn. Ich verfolge jetzt einfach mal weiter die Straße. Ich laufe jetzt mal parallel zur Straße. Vielleicht finden wir ja da doch noch irgendwann mal was. Normalerweise findest du an jeder Ecke Federn. Nur ich natürlich, naja, das gute alte Glück des Hobbits. Nichts. Gar nichts. Überhaupt nichts. Null nada. Zero. Es ist nichts. Alles ist da. Da sind Federn. Wahrscheinlich ist jetzt nur ein Ei drin. Na, immerhin. Immerhin 13 Federn. Das ist ja schon mal... Das ist ja schon mal was wert. So, Pfeile. Wow, 13 Pfeile. Ich habe einen Zombie gefunden. Scheiß die Wand an. Ich habe 2 Zombies gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wunderbar. Das ist einiges wert, so ein Zombie. Mit einem Spiel, wo es um Zombies geht. Ein Vogelnest. Das ist doch schön. Ich habe auch vorher eins gefunden. Nachdem ich stundenlang durch die Walachei gelaufen bin und kein einziges Nest gefunden habe. Und jetzt habe ich ein Nest gefunden, wo nur 4 Eier drin waren. Vielen lieben Dank. Ich habe 10 Federn. Oh, guck mal, ein Vogelnest. Mit 17 Federn. Vogelnest mit 35 Federn. So. Ein Vogelnest. Übertrumpf das mal. Ich habe 8 Federn. Jetzt bin ich bei 35 Federn in meinem Inventar. Das ist schön. Ha. Ja, bin ich auch. So, jetzt können wir uns zumindest schon mal ein bisschen wehren. Jetzt bräuchten wir aber so langsam, aber sicher mal. Oh, bitte ist da nicht ein Eisbiom. Das sieht sehr stark nach Eisbiom aus. Das finde ich jetzt nicht geil. Wo sind eigentlich alle? Oh, Raker ist gar nicht so weit von mir entfernt. Just Me weiß ich noch nicht. Just Me ist so weit weg, die finde ich gar nicht. Du bist so weit weg, ich sehe dich nicht mal auf der Map. Ja, eben, ich bin sonst wo. Aber Raker ist fast da. Da ist ein Hund. Fussel. Ich gehe wieder, kannst knicken. Nee. Bombi, du hast auch Pflichten. Ich habe immer Pflichten. So. Die Pflicht meiner Mods besteht darin, Unruhestifter und Rainer Winkler von meinem Channel fernzuhalten. Mann, oh. Bitte? Ja. Oh, ein Zombie. Ich sollte mir irgendeine Waffe bauen. Macht vielleicht Sinn, ja? Ja, das wäre eine Idee. Macht vielleicht tatsächlich ein bisschen Sinn, aber nur ein bisschen. Ach, nur so ein bisschen. Ah, ich liebe den Anfang von 7 Days to Die, wenn du noch ganz klein bist und durch die Gegend läufst und nicht weißt, wohin mit dir und deinem Leben. Das ist so schön, das macht so viel Spaß. Da vorne ist eine Stadt. Die will ich sehen. Die will ich ausnehmen, die will ich looten. Und dazu müssen wir jetzt erstmal hier durch die Kälte mit Pflanzenfaserrüstungen. Ach schön, da ist ein Vögelchen. Toll. Lass mich bitte in Ruhe, Vögelchen. Ich bin ganz friedlich. Ich tu dir nichts. Da hinten ist, glaube ich, ein Haus. Irgendwas sehe ich da. Und es wäre im Grasbiom. Essen ist gut. Nee, da ist doch nichts.
Oder ist da was? Ich sehe überhaupt nichts hier. Das ist zum Kotzen. Da ist verbranntes Biom. Gut zu wissen. Da ist Müll, das ist auch gut. Auch wenn nichts drin ist, aber es ist Müll. Ich dachte, ich hätte vorher irgendwo eine Hütte gesehen, aber irgendwie ist die Hütte schon wieder verschwunden. Da hinten sind auf jeden Fall Hütten. Aber wer weiß, wie weit das noch... Es könnte auch eine Fata Morgana sein. Da ist eine Hütte. Ah, die nehme ich jetzt nicht. Ich gehe in die Stadt. Glaubst du, du wirst irgendwann mal The Forest mit der Community spielen? Oh, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Noch einen Server kann ich mir nämlich echt nicht leisten. Und The Forest an sich ist jetzt auch nicht so ein Spiel, was ich sagen muss, was mir jetzt total taugt. Also es ist in Ordnung, das Spiel, aber es ist jetzt nichts, wo ich echt sage, das haut mich jetzt total vom Hocker. Ne? Oh, schön, wie lange das Looten noch dauert. Ein Vogelnest mit 37 Federn. Bitch, please. Herzlichen Glühstrumpf. Erschreckt mich nicht so. Buh. Buh. Ist in Ordnung. So, ist nichts. Beruht auf Gegenseitigkeit, was? Ja. Das ist gerade nicht gut. Ich finde kein Wasser auch, ne? Wir haben ein Schneebiom in der Nähe, das würde uns Wasser bringen, aber die Situation ist, würde ich sagen, nicht gut. Die Ausgangssituation. Aber jetzt schauen wir mal in das Hütchen hier rein. Das ist auf jeden Fall eine kleine Stadt hier. Das ist wunderbar. Hi. Aha. Könnt jetzt noch Wetten abgeben, wie viele Tage ich überlebe, bis ich das erste Mal sterbe. Oh, die ist sogar offen, die Tür. Aha. Gute Nacht. So. Mhm. Ich habe eine Kirche gefunden. Ob das eine typisch amerikanische Kirche ist? Bestimmt, da gibt es sicher Waffen. Mhm. Und jede Menge Zombies. Nice. Zombies sind immer gut. Total. Viel Feind, viel eher. So, schauen wir hier rein. Ich habe ja schon ein bisschen Angst. Ich will nicht sterben. In den ersten 10 Tagen. Am besten will ich gar nicht sterben. Hallo? Hi. Die dreht sich so komisch. Kommt auch nicht auf mich zu. In der Kirche ist ein Zombie und ich... Ja, ich würde auch gehen. So. Dankeschön fürs Sterben. Das geht ja gut los. Wo kam denn der jetzt her? Ach, komm schon. So schnell wie er gekommen ist, so schön ist er gestorben. So. Er ist schlechter. Ah, den können wir zerlegen. Ich glaube, der bringt uns Leder, wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl. Leder ist immer gut. Aber natürlich ist hier überhaupt nichts drin. Farbe, geil. Farbe, kann ich super... Nochmal Farbe, prima. Bitte noch mehr Farbe. Hier im Städtchen ist echt viel los. Das ist schön. Ich weiß nicht, ob ich hier lange bleiben möchte. Dann gehst du halt wieder. Aber hier ist so viel Loot. Tja. Wenn es so weitergeht, trinke ich noch die Farbe. Wäre wahrscheinlich das Klügste in dieser Zombie-Apokalypse.
Boah, habe ich jetzt wirklich daneben ge... Hoppla. Jetzt wirklich daneben... Und hier gibt's Burger. Das ist doch schön. Burger, lecker. Burgers, Shakes, nennt sich das Teil. Das ist doch schön. Ja, aber da ist garantiert viel los drin. Menno. So. Das hätten wir. Was haben wir hier? Nochmal einen Cowboy-Hut. Weg damit. Kannte ihn kaum. Bisschen Schadenfreude ist immer in Ordnung, würde ich sagen. Nice, 4 Zombies kommen Leitern hoch, oder? Ja. Garten incoming, Freunde. Garten incoming. Trübes Wasser ist auch nicht schlecht. Die Kacke brauchen wir jetzt nicht. Die Farbe schmeiße ich jetzt auch mal weg. Die brauchen wir nämlich jetzt echt nicht. Das war ein gutes Haus. Lecco mio. Das war ein sehr, sehr gutes Haus. Das zählt nicht, das Spiel hing. Ja, ja. Natürlich. Sagen sie alle. Hoppla. Das sagen sie alle. Hier sind Hunde. Meine Güte. Ich glaube, ja, so was aber auch. Ich fühle mich verarscht. Ach, da waren wir schon. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Wir müssen hier lang. Problem ist, ich habe nicht mehr viele Pfeile. Und ich würde auch sehr, sehr ungern nur in diesem Biom hier bleiben. Hallo. Dankeschön. Klebeband brauchen wir jetzt eigentlich auch noch nicht. Die Stadt ist schön, aber eigentlich will ich hier nicht bleiben. Oh, nice. Ledercouch. Beziehungsweise Ledersessel. Und da ist eine Ledercouch. Dazu sage ich nicht nein. Ebenso wenig zu meiner kaputten Axt. Ich habe ein Heidelbeerbeet gefunden. Cool. Mhm. Sehr gut. Können wir für den Garten prima gebrauchen. Ich habe schon Fertilizer. Sehr gut. Ich nehme einfach das komplette Beet mal mit. Ja, eine reicht, eine Heidelbeere an sich. Ich habe hier zwischendrin wahrscheinlich auch Hunger. Möglich. Na komm her, Sister. Bist du hingefallen? Das tut mir leid, dass du hinfallen musstest, aber... Mais habe ich auch schon gefunden. Sehr gut, ich habe Kaffee. Niemand braucht Warum Kaffee, nicht, ne? Aber ich habe ihn. Ja. Hallo. Was sind das für komische Toiletten hier? Das sind seltsame Toiletten, Leute. Okay, gehen wir nach oben. Vielleicht schleichend am besten. Nichts. Das ist gut. Gar nichts los hier. Kann man irgendwo die Liste der Mods sehen? Für 7 Days, da haben wir keine. 7 Days spielen wir ohne Mods. Find die Mods auch... Ja, es gibt schon ein paar coole Mods, aber... Ich weiß nicht, ich finde da das Originalspiel auch schon ganz gut eigentlich. Achso, das ist schon eine Tür, oder wie? Okay. Oh, der brennt aber gut. Oh, warum hat er jetzt aufgehört zu brennen? Auf Twitch? Wie Twitch-Mods? Ach so, die Modliste. Oh, keine Ahnung. Sus, ganz ehrlich, absolut keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ich habe Schnee gefunden.
Das ist gut, kannst du dir Wasser herstellen. Wenn du einen Dings hast. Einen Kochtopf. Ich glaube, du brauchst einen Kochtopf. Bin mir relativ sicher. Erstmal habe ich hier eine Cheerleaderin, die mich gern hat. Geil, eine Ranch. Ich habe schon mal eine Ranch gefunden. Bin ich sehr stolz drauf. Ist zwar nur eine 5er Ranch, aber brauchen kannst du das immer. Mal gucken, wie lange es diesmal auch dauert, bis wir einen Messbecher bekommen. Ich freue mich jetzt schon auf das Messbecher-Farmen. Diesmal haben wir nämlich kein Krankenhaus. Doppelt hält besser, habe ich gehört. Mhm. Mich schreckt ein wenig die Grafik des Spiels ab, wenn ich hier ein Klötzchen baue. Jein. Ja und nein. Das Bauen ist Klötzchen, klar. Aber es ist vom Spielerischen her. Das ist lustig. Ich habe erst Wüste gefunden und einen Hund. Hm? Ach nee, Quatsch, das ist ein Schweinchen. Dann okay. Schnee und nebendran verbrannt es. Ist herrlich. Es sieht ja genial aus. Das ist Random Gin. Herzlich willkommen. Es sieht genial aus. So, es ist 17 Uhr. So langsam aber sicher sollten wir uns irgendwo verbarrikadieren. Die Stadt ist geil. Aber ich will hier definitiv nicht bleiben. Nur befürchte ich, werden wir hier bleiben müssen für diese Nacht. Da werden wir wahrscheinlich nicht drum herum kommen. Alter, hat mich Riker gerade erschreckt. Meine Güte. Findest du Assassin's Creed Origins eigentlich gut? Kann er doch nicht machen. Ich find's ziemlich geil, ja. Und er bringt einen Haufen Zombies mit. Ich glaube, es hakt. Ich glaube, es hakt. Tja, weißt du, deswegen bin ich alleine unterwegs. War ich bis eben auch. Und dann ist Riker bei mir in der Nähe gespawnt. Und jetzt ist er hier. Die Geräusche hier sind echt creepy. Gefällt mir gar nicht. Ich sollte mir... Ich sollte mir noch Steine bis... Scheiße, das ist ein blöder... Da ist so ein blödes Mistvieh. Ich brauche noch Steine. Stein. Damit wir das Haus einfach in der Nacht so ein bisschen auseinandernehmen können. Riker for the win, er hat just mir als erstes erschreckt. Da lässt sich jemand schmecken. Mm, nom, 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 nom. Das ist echt. Die Geräusche hier sind echt unter aller Kanone. Ich glaube, da drin ist Action. Ich geh da mal rein. Da ist was los, da will ich rein. Klopf, klopf. Wer da? Bombardin. Ich frage mich, ob ich diese erste Nacht überleben werde. Na komm, hier muss ja irgendwo was Vernünftiges zum Looten sein. Außer Kaffee. Und Gläser. So ein Kochtopf wäre jetzt schon mal ganz geil. Zu so einem Kochtopf würde ich jetzt absolut nicht nein sagen. Vielleicht im Klo. Da ist doch immer... In Klos findet man doch häufig Kochtöpfe, habe ich gehört. Hust, hust.
Das ist der geheime Folterkeller. Tada! Mrs. Bates wartet hinter der Tür. Vor der habe ich keine Angst. Ach ja, ich könnte mich eigentlich mal verarzten. Wir haben ja mittlerweile. Sehr geil, Taschenlampe. Das ist schon mal gut. Dann sehen wir nämlich ein bisschen was. Die Nacht kommt bald, ne? Gefällt mir gar nicht. Oh. Hi, Schnuckelhasenfuchs. Das ist die falsche Richtung. Ah, Handtasche. Oh, Essen, sehr gut. Huh! Wollt ihr mich verarschen? Wo kommt denn die jetzt her? Ist das eine Horde, die da einfach durchgelaufen ist jetzt? Ich glaube, ich muss mich doch nochmal nach einer anderen Behausung umsehen. Für die Nacht. Die ist doch nicht so passend gewesen. Die Nachbarn waren da irgendwie, weiß nicht, die waren nicht so mein Ding, die Nachbarn in dieser Behausung. Muss jetzt einfach mal sagen an dieser Stelle, die Nachbarn... Die haben mich dann doch ein bisschen arg genervt hier. Ach, komm schon. Wenn ich halt mal treffen würde, ne? Puh. Bald kommt die erste Nacht. Seit dem Norm weg ist, ist es so einsam geworden. Auf den Sack. Oder. Bald kommt die erste Nacht und ich habe Holzmangel. Tja. Ja, gut. Tja. Dumm gelaufen. So, jetzt pass mal auf. Wir bauen uns jetzt... Ah, das ist halt ein doofes Gebäude, ne? Da ist halt nichts... Da kann ich halt nichts machen in der Nacht. Also ich brauche eigentlich noch ein anderes Häuschen. Und zwar möglichst schnell. Gehen wir mal in das hier rein. Oder waren wir da schon? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir waren da noch nicht drin. Wir müssen uns jetzt echt beeilen. Um 22 Uhr ist Ende, ne? Die Nachbarn wollten dich eigentlich zu einem Barbecue einladen. Oh. Oh, da ist eine Mutter drin. Mutti, lass mal kuscheln. Lass mal kuscheln den ganzen Tag. Die Mutti ist frei. Aua. Oh, jetzt habe ich einen gebrochenen Fuß. Es geht zu Ende mit mir. Fuck. Keinen Tag durchgehalten. GG.